Für Isaac Newton war er von Bedeutung. Für Schneewittchen war er von Bedeutung. Und für Wilhelm Tell angeblich auch. Der Apfel. In Österreich werden in den Geschäften hauptsächlich 10 Apfelsorten angeboten. Insgesamt gibt es bei uns, je nach Quelle, 600 bis 2000 Sorten. Weltweit sogar 20.000 bis 30.000 Apfelsorten. Geschätzt. Durchschnittlich isst in Österreich jede Person rund 19 Kilo Äpfel im Jahr. Der Apfel ist somit das beliebteste Obst hierzulande. Das Pestizidreduktionsprogramm von Global 2000 kontrolliert jährlich rund 130 Apfelproben. Pilzkrankheiten und Schadinsekten können Äpfel und Äpfelbäume schädigen. In der konventionellen Apfelproduktion werden deswegen eine Reihe von Fungiziden und Insektiziden eingesetzt. Und wir schauen, dass Obergrenzen von Wirkstoffrückständen eingehalten werden. Und arbeiten daran, dass die Rückstände auf den Äpfeln generell reduziert werden. Wie wir das machen? Gemeinsam mit Partnerinnen aus der Praxis, dem Handel und der Forschung führen wir Praxisversuche durch und setzen Forschungsprojekte um. Zum Beispiel, dass mit umweltverträglichen Alternativen gleich gute Wirkung erzielt werden kann, wie mit chemisch-synthetischen und hormonell wirksamen Fungiziden. Hormonell wirksam heißt, solche Wirkstoffe können das menschliche Hormonsystem stören. Bei den Dreharbeiten zu diesem Video kamen keine Äpfel zu Schaden.